Noch ein Video. Nochmal Qualitätsjournalismus. Ach, es ist herrlich. Ich sprach in meinem letzten Video davon, dass es sich um einen kleinen von mir angezettelten sogenannten Bitchfight handeln würde. Für diejenigen, die des Englischen nicht allzu mächtig sind, ein Bitchfight ist eigentlich ein Kampf zwischen zwei Frauen und zwar mit Zähnen und Klauen. Und wenn es zwei Männer tun, dann meine ich das natürlich ironisch. Und ja, so sei es. Also, dieser Bitchfight entwickelt sich richtig geil. Ich würde mal behaupten, dass ich ein paar Wirkungstreffer gelandet habe und dass der Herr Baumann Hartwig, seines Zeichens Qualitätsjournalist für die Dresdner Neuesten Nachrichten, und das übrigens schon seit mehr als 15 Jahren. 2006 war ein Artikel, den ich kürzlich gelesen habe oder gefunden habe. Es kann sein, dass er noch länger Lokaljournalist ist für die DNN. Egal. Also, der Herr Baumann Hartwig hat also heute einen, wie ich finde, schnippischen Artikel geschrieben, wo er Bezug genommen hat auf mein Video. Das trug den Titel oder trägt den Titel 6 aus 9 oder morbider Qualitätsjournalismus. Ich habe es am 12. Februar, also vor 6 Tagen, spontan gedreht und veröffentlicht. Und es wurde von einer Freundin von mir auf Facebook geteilt. Und zwar unter anderem mit dem Aufmacher, es sei ein Skandal. Der Skandal bezieht sich ganz offensichtlich nicht darauf, dass das Gesundheitsamt mit der Meldung der Todesfälle nicht nachkommt, sondern dass dieser Meldeverzug sich bisher nicht in den Zeitungsartikeln oder auch Online-Artikeln der Dresdner Nachrichten niedergeschlagen hat. Jetzt hat sich also der Thomas Baumann Hartwig, Qualitätsjournalist, richtig ins Zeug gelegt und hat mal mit seinen Buddies im Rathaus gesprochen. Und dabei ist rausgekommen, unter anderem durch Zitate, die nur mit Gesundheitsamt belegt werden und nicht mit einem konkreten Mitarbeiter, dass also eine Teilschuld oder einen großen Teil der Schuld die meldenden Ärzte, in Klammern Hausärzte, seien. Das ist natürlich eine gewisse Frechheit, weil die Ärzte sich natürlich nicht wehren können. Also, das Gesundheitsamt ist eigentlich gar nicht schuld, weil die sind ja so überlastet oder waren überlastet und es sind eigentlich, ist eigentlich die Schuld der Ärzte. Ich kann euch berichten, mir hat ein Vögelchen aus dem Gesundheitsamt gezwitschert, dass sie abgeordnet ist aus der Kernverwaltung, weil im Gesundheitsamt eben tatsächlich Polen offen war. Und das glaube ich auch, keine Frage. Und da geht es natürlich in erster Linie darum, die aktuellen Fälle, also die positiven Tests nachzuverfolgen und so weiter. Ich halte zwar von der Kontaktnachverfolgung auch nicht, aber dass das natürlich eine größere Rolle spielt, ist mir durchaus bewusst. Aber das dann in den Dresdner Neuesten Nachrichten, 9 Wochen alte Todesfälle, unkommentiert als, ja, ein bisschen Meldeverzug gemeldet werden, das ist schon eine Wucht. Und da hat sich also der Qualitätsjournalist Thomas Baumann Hartwig versucht, irgendwie rauszureden und hat jetzt schön nachrecherchiert. Aber er hat einen Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Er hat nämlich unter anderem in dem Artikel auch kundgetan, dass beim Stand von 820 Sterbefällen im Zusammenhang mit Corona 505 Fälle darunter waren, wobei es sich um Pflegeheimbewohner handelte. 505 der 820 Corona-Toten waren Bewohner eines Pflegeheims. Ob sie dort oder im Krankenhaus gestorben sind, das geht aus dem Artikel nicht hervor. Das ist auch meiner Meinung nach eher zweitrangig. Es ist übrigens auch der Stand vom 16. Februar, also 2 Tage alt. Es sind inzwischen 843 Corona-Tote in Dresden. Um jeden Einzelnen tut es mir leid. Und wenn man sich das mal ausrechnet, dann entspricht das einer Quote von knapp 62%. 62% aller sogenannten Corona-Toten waren Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Und weil ich ein Qualitätsjournalist bin, und zwar so ein richtiger Leichtgewicht, journalistisches Leichtgewicht, aber akribisch und genau, habe ich im Ratsinfo geguckt, immer mal wieder. Und da ist doch tatsächlich eine Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der grünen Stadträtin Anja Osjander.
Und auch die hatte schon im Dezember gefragt, wie hoch denn der Anteil der Pflegeheimbewohner unter den Corona-Toten ist. Und die Antwort der Stadtverwaltung, ich glaube, das ist die Anfrage 1036-20, da steht drin, dass mit Stand 15. Dezember, ja, das ist also die Zeit, wo der harte Lockdown eingesetzt hat. In Sachsen, glaube ich, am 14. Dezember und deutschlandweit dann am 16. Dezember. Und die Antwort mit Stand 15. Dezember weist also 164 Corona-Tote aus. Das war der seinerzeitige Stand. Und davon waren 74 Menschen Alten- und Pflegeheimbewohner. Das entspricht einer Quote von 45%. Das heißt, 15. Dezember, Anteil Pflegeheimbewohner 45%. 16. Februar, 2 Monate später, Anteil 62%. Also nach 2 Monaten des Lockdowns, des sogenannten harten Lockdowns in Sachsen, hat sich der Anteil der Pflegeheimbewohner von 45 auf 62% erhöht. Jetzt könnte jemand, der böswillig ist, auf die Idee kommen, dass die Verantwortlichen, und die sehe ich persönlich, im Gesundheitsamt und im Rathaus sitzen und im Zweifelsfall auch noch in der Staatsregierung bzw. im Gesundheitsministerium von der Spezialdemokratin Petra Köpping, dass dies komplett verkackt haben und dass die jetzt versuchen, ihre Fehler zu kaschieren, indem sie jetzt regelmäßig das Gesundheitsamt in Alten- und Pflegeheimen einrücken lassen, in voller Montur, Schutzausrüstung, FFP2-Masken und dann wird mal ordentlich durchgetestet. Und zwar auch die geimpften Bewohner. Und dann kommt komischerweise raus, dass in einem Pflegeheim, wo Wochen und Monate lang kein Corona-Fall war, nach der Impfung auf einmal Corona-Positive auffallen. Auch hier sage ich, on y soit qui mal y pense. Böse ist, wer Arges dabei denkt. Es liegt also im Bereich des Möglichen, dass durch diese Corona-Impfung oder Impfungen, sollen ja zwei sein, tatsächlich die Corona-Tests im Anschluss positiv ausfallen. Bis jetzt habe ich noch nicht gehört, dass das mal jemand nachrecherchiert hätte. Angeblich gibt es ja gar keine Impfnebenwirkungen, laut Paul-Ehrlich-Institut. Das ist alles, liegt alles an den Vorerkrankungen und Grunderkrankungen der Geimpften. Das hat komischerweise bei den Corona-Toten nie eine Rolle gespielt, ob die Vorerkrankungen hatten. Da wurde das alles schön Covid-19 in die Schuhe geschoben und kein Schwein hat sich dafür interessiert. Jetzt, wo die Menschen geimpft sind, jetzt spielen auf einmal die Vorerkrankungen eine Rolle. Und komischerweise kommt es in erhöhtem Ausmaß zu Corona-Test-Positiven in Alten- und Pflegeheimen, für die besondere Schutzvorkehrungen getroffen wurden, wo eben auch die Pflegemitarbeiter regelmäßig getestet werden und wo ich mal behaupten würde, die Pflegeheimmitarbeiter, die sorgen sich um die Menschen, die sie pflegen. Ich habe mich gestern mit einem Pflegeheimmitarbeiter getroffen und ich muss ganz ehrlich sagen, der brennt für seinen Job. Der war auch schon mal in der mobilen Pflege und ist nach ein, zwei Tagen wieder weg, weil es Fließbandarbeit ist. Die Menschen, die im Pflegeheim arbeiten, die lieben ihre Betreuten, die sorgen sich um die, die machen Weihnachtsfeiern für die, die reißen sich den Arsch auf für die zu Betreuenden, wie es so schön neudeutsch heißt. Also denen mache ich gar keinen Vorwurf, aber die werden auch massiv unter Druck gesetzt. PCR-Test, Antigentest, mehrfach die Woche. Und dann werden sie in Quarantäne geschickt, beziehungsweise inzwischen gibt es Ausnahmen von der Quarantäne für Krankenhausmitarbeiter und Pflegemitarbeiter, laut Allgemeinverfügung von unserem geliebten Oberbürgermeister Dirk Hilpert. Ich kann euch sagen, die Kacke ist am Dampfen. Die Schlinge um die Hälse der Verantwortlichen, das ist nur eine sprichwörtliche Schlinge, ja? Damit es klar ist. Kein Aufruf zur Gewalt. Also, die sprichwörtliche Schlinge um die Hälse der Verantwortlichen. Zu nennen wäre da noch die sogenannte Sozialbürgermeisterin Christine Claudia Kaufmann von Die Linke. Die Schlinge zieht sich immer enger zu. Und wir werden euch holen kommen, auch wieder sprichwörtlich. Ihr habt's verkackt. Ihr setzt die Menschen in Angst und Panik und macht euren Job nicht richtig. Und ihr werdet dabei sekundiert, unter anderem von dem Qualitätsjournalisten Thomas Baumann-Hartwig, dem ich so schöne Wirkungstreffer zugesetzt habe,
dass er jetzt anfängt zu recherchieren, aber den Fehler gemacht hat, halbherzig zu recherchieren und die Sache nicht ins Verhältnis zu setzen. Ich wünsche ihm bei seiner zukünftigen Arbeit als einer von wenigen festangestellten Journalisten bei den Dresdner Neuesten Nachrichten viel Erfolg, eine steile Lernkurve und viel Spaß weiterhin im Bitchfight mit mir, Fidel Castro. Pfiat's euch!